Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das Deck kennt ihr bereits aus dem letzten Video. Und mein Feind hatte irgendwie sowas wie eine Fallenkarte wohl gelegt. Und da habe ich jetzt meine 3-1 reingespielt, was für mich aber absolut in Ordnung ist. Ich könnte mir jetzt überlegen, ich könnte entweder Dive Bombing gegen seine Unit spielen oder ich spiele meinerseits dieselbe Unit wie er. Das ist die, die macht 2-1 Schaden und wenn sie Schaden an einem Gegner verursacht, dann bekommt eine random Einheit beim Gegner nochmal 2 Schaden. Ich weiß nicht, das hat jetzt nicht sonderlich gut durchdacht. Der hat jetzt diesen Bomber gespielt. Ich kann angreifen. Ich kann dann halt keine Einheit mehr spielen. Das ist halt ein bisschen blöd. Also worauf ich hinaus wollte, war, ich könnte jetzt hier einfach angreifen, würde beide Einheiten vernichten. Ich kann aber auch das hier spielen. Na da angreifen. Ja, ich mache mal das Tempo-Play, weil wenn ich hier angreife, dann muss ich ja einen Punkt ausgeben, dann kann ich nichts mehr von meiner Hand spielen. Ich glaube, es ist besser und sein Bomber ist sowieso nutzlos, während ich einen Jäger auf dem Feld habe. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler. Er stellt jetzt fest, dass er nur hier angreifen kann, aber dann stirbt er. Was er machen könnte, er könnte den Gamble eingehen. Okay, er hat nichts auf der Hand, was passend spielbar ist, das ist gut. Okay, jetzt werde ich aber auf jeden Fall angreifen. Und zwar für. Ach so, das ist eine heikle Sache. Das hier ist jetzt ein Problem. Wenn ich da jetzt angreife, macht er mir in jedem Fall Schaden. Dann müsste ich eine Vierer kosten. Spiele erst den Panzer, in der Hoffnung, dass der angegriffen wird. Und dann mache ich das so. Und dann so. Ja, es hat leider meinen Jäger getroffen. Ich habe jetzt das Board geklärt, aber ich wollte auch nicht, dass der Type 97 auf dem Feld bleibt. Das ist eine ziemlich starke Einheit. Ich bräuchte jetzt aber entweder eine Karte, die mich Karten ziehen lässt, oder halt sowas. Wenn ich jetzt den Panzer 4 spiele, habe ich das Problem, der könnte beide reintraden. Das wäre für mich aber in Ordnung. Wäre es das? Ich könnte auch seinen Grenadier einfach kaputt machen. Lass mich mal rechnen. 2, nee, das ist zu teuer. Ich hatte jetzt überlegt, ob ich mit dem Sudden Strike das hier kaputt mache, aber das. Und dann noch den Panzergrenadier spiele, um das da zu zerstören. Aber das reicht auch nicht aus. Ich spiele mal den Panzer 4. Ist auf jeden Fall kein Fehler, den in diesem Zug zu spielen. Das ist aber, also dieses immer das HQ angreifen, ich sehe das halt als absoluten Fehler an. Dadurch verliert ihr halt langfristig die Kontrolle übers Board. Was ich jetzt tun werde, ich werde 2, 3. Ich mache den kaputt. Dann mache ich den kaputt. Und dann fahre ich mit dem Panzer nach vorne und erober die Frontlinie. Ich denke, das ist jetzt eine ganz gute Ausgangssituation. Ich habe jetzt auf fast alles, was er aufs Board bringen kann, habe ich eine vernünftige Antwort. Ich kann hier sogar noch eine Karte nachziehen. Also bisher sieht das, denke ich, ganz gut aus. Also es war von ihm ein Fehler, definitiv meinen Hauptquartier anzugreifen. Hätte seine Einheiten, selbst wenn er die in meinen Panzer getradet hätte. Okay, jetzt kann ich sogar zweimal ziehen, wenn ich möchte.
Was ich gerade sagen muss, selbst wenn er beide reingetradet hätte in meinen Panzer 4, dann hätte er mir nur noch den Panzer 1 zurückgelassen. Das wäre gut oder besser für ihn gewesen. Ich könnte jetzt für 6 Punkte könnte ich den da zerstören, meinen Panzer 1 behalten, meinen Panzer 4 behalten. Ja, ich glaube, das mache ich auch. Machen wir das mal so. Gut. Ich denke, das war in Ordnung. Jetzt habe ich eine 5-1. Da muss er erstmal eine Antwort drauf finden. Wenn er da jetzt irgendeine Kontrollkarte spielt, spiele ich mal meine beiden Panzer 38 und ziehe erstmal 2 Karten. Da habe ich zwei Zweier auf dem Feld. Ist das eine Blitzeinheit? Achso, ne. Überzeugt mich nicht so ganz die Karte. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ich glaube, ich habe meinen Zug schon zusammen. Ich spiele den da. Mache das. Und das. Habe jetzt halt absolute Kontrolle übers Feld und ihm gehen langsam die Karten aus und ich kann immer noch Karten ziehen. Ich könnte mir jetzt auch im kommenden Zug überlegen, ob ich seine, ob ich einfach mit allen meinen Einheiten das Hauptquartier angreife, seine Einheiten stunne, dann baue ich richtig Druck auf. Jetzt hat er eine schöne Konterkarte gefunden. Also der Zero ist echt eine starke Einheit. Jetzt bringe ich aber meine Infanterie nach vorne. Die muss, da muss erstmal ein Konto für finden. Jetzt ziehe ich mal zweimal. Und den hier kann ich auch direkt spielen. Bringe ich nach vorne und greife an. Jetzt habe ich auch so ziemlich viel Druck. Ich habe jetzt 4 Einheiten in der Frontline und einen Panzer da hinten. Wenn ich gleich den Blitzkrieg spiele, habe ich ziemlich viel Burstschaden. Habe jetzt also ein ziemlich gutes Board. Was ist das hier? Deal 1 Damage to an Enemy Ground Unit. Wow, das ist auch ziemlich stark. Jetzt mal gucken. Macht Schaden auf mein HQ schon wieder. Ja, wie gesagt, finde ich nicht gut, dieses Gameplay. Wenn ich die beiden nach vorne bringe, kann ich sein komplettes Board wegtraden. Und ordentlich Schaden machen. Machen wir das so. Zack. Zack, zack. Jetzt hier schon angegriffen? Ah, okay, verstanden. Und dann bringe ich jetzt noch die Zero. Und jetzt habe ich, denke ich, ganz gute Gewinnchancen. Mit dem Panzer 4, selbst wenn er jetzt eine teure Einheit bringt, kann ich ihn zwingen, die teure Einheit zurück auf die Hand zu nehmen. Bringt du 2 Artillerien. Ich glaube, ich stun die einfach beide. Achso, oh scheiße, der hat Guard. Oh Mist, das habe ich übersehen. Jetzt muss ich kurz nachdenken. Ach, scheiße. Ja, dann mache ich das so. Und so. Ich habe jetzt immer noch eine 4er-Einheit und wenn er jetzt eine teure bringt, bringe ich den Panzer 4 endgültig. Aha. Ich bringe den trotzdem. Den sich zurückziehen lasse. 6-2, ja, das dürfte reichen. Zack. Machen wir so.
Es dürfte für den Sieg reichen. Das ist eine heikle Angelegenheit jetzt noch. Wahrscheinlich hätte ich das an der einen oder anderen Stelle aggressiver spielen können. Der muss jetzt das machen. Da muss er reintraden. Hat jetzt aber in jedem Fall verloren. Genau, und ich fahre jetzt hier mit meinem Panzer 4 vor und schalte ihn aus. Ja, GG. First win of the day haben wir, Captain. Und wir haben meine Daily erfüllt. Wir sind hier ein bisschen weiter und können jetzt kurz in den Shop gehen. Wir haben wieder 13 Punkte. Können wir uns ein Päckchen holen? Können wir gemeinsam aufmachen? Ich bin die ganze Zeit. Zwei deutsche Karten. Hab ich Glück, die machen wir zuerst auf. Den packe ich auf jeden Fall nochmal rein. Das finde ich ist wirklich eine starke Karte, vergleichbar zu Hummel in meinem Deck. Das kennt ihr ja aus dem letzten Video. Die Warhawk ist auch ein ziemlich starker Flieger. Für 3 Punkte plus 3 against Ground Units ist ein ziemlich starker Konter zu Artillerie und zu so billigen Guard-Einheiten vom Russen zum Beispiel. Im Panzer 4 werde ich auf jeden Fall nochmal in mein Deck packen. Das ist eine schöne, schöne Late-Game-Einheit. Beziehungsweise Mid-Game 6 Punkte ist ja noch. Na, ganz ehrlich, sind noch nicht so wirklich Late-Game. Jetzt ist bloß die Frage, wo sich der rausnehmen. Vielleicht so ein Osaka-Regiment, wobei das. Es ist eher so eine Defensive-Einheit, wenn wir so drüber nachdenken. Ich finde aber die Werte so unfassbar gut. Für meinen Geschmack habe ich aber auch ein bisschen wenig Late Game. Ich habe viele. Ich glaube, ich nehme eine 3-Kosten-Karte raus. Ist jetzt auch die Frage, welche. Die brauche ich auf jeden Fall. Den Chi-Ha kann ich, glaube ich, rausnehmen, weil ich eh fast ausschließlich mit Panzern spiele. Und dann nehme ich dafür noch den Deutsche, bitte. Zack, 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 zack. Den Panzer 4 mit rein. Die Focke Wulf habe ich auch mal eine Weile gespielt in dem Deck. Einfach aufgrund der 6-5-Stats kann die im Late Game wirklich guten Druck aufbauen. Ansonsten, ja, das dürfte es, glaube ich, gewesen sein. Und ich will jetzt mal die Entwickler anschreiben von dem Spiel, ob sie so freundlich wären, mir vielleicht auch ein paar Codes für meine Community zukommen zu lassen. Und bin mal gespannt auf die Rückmeldung. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, bye bye.